So, hallo, liebe Freundinnen und Freunde der mittelalterlichen Musik. Ich wollte gerne einen kleinen Zwischenbericht geben von einem schönen Projekt, das wir im Moment von Wohnzimmer zu Wohnzimmer gestalten in diesen Corona-Zeiten. Und zwar geht es um eine CD-Produktion zur Erinnerung an Hans Hegner. Hans Hegner aus Berlin war ein guter Freund und Mitmusiker, der leider 2017 viel zu früh verstorben ist. Und er hat einen Nachlass hinterlassen. Wir haben eine kleine Tour durch Deutschland gemacht damals und hatten ein paar Tage Zeit. Und dann hat er bei mir im Kellerstudio eben ein paar Aufnahmen gemacht. Und es ging darum, dass wir schon lange eine CD machen wollten über Süßkind von Trimberg, den Minnesänger, den einzigen jüdischen Minnesänger, der überliefert ist. Es sind Aufnahmen gemacht worden von den Liedern, die in Mittelhochdeutsch gesungen worden sind, zu Kontrafakturen, die Hans und ich gemacht haben. Von Süßkind sind ja keine Melodien überliefert. Wir haben dann eben Melodien aus der Zeit genommen. Und das andere ist, dass auch ein paar Instrumentalpassagen von Hans aufgenommen wurden und ein Teil der Übersetzungen, die er gemacht hat. Er hat die ja ins Neuhochdeutsche übersetzt, immer sehr akribisch und mit sehr viel Mühe. Alle, die ihn kennen, werden sich daran erinnern. So, das Material lag 3 Jahre lang in der Schublade und ich konnte irgendwie mir das noch nicht mal anhören, weil das so schmerzhaft war. Nun kamen diese Corona-Tage und die Frage war auch, was kann man Sinnvolles in der Zeit tun und wie kann man auch Kontakt halten zu anderen Künstlern. Und da kam schließlich die Idee auf, diese Materialien aufzubereiten und zwar mit anderen Musikern, die mit Hans was zu tun gehabt haben. Hans hat ja mit sehr vielen Musikern im Laufe der Zeit zusammengespielt. Cosima Hoffmann, Ursel Peters und ich haben dann gemeinsam die Idee gefasst, dass wir das so machen. Und haben dann alle möglichen Musiker aus seinem Bekanntenkreis angeschrieben und viele wollten etwas dazu beisteuern, also Begleitstimmen, mal was singen, mal was spielen, versuchen die Sachen umzusetzen. Hans hatte selber da auch schon ein paar Ideen, wen wir noch hinzuziehen wollten. Zum Beispiel wollte er Enikö Ginzeri auf dem Zimbalon dabei haben. Und dann hat er die Stimme, die er sich so ungefähr vorgestellt hat, eingesungen. Das hören wir mal. So, und mit diesem Material hat Enikö dann eben selbst sich etwas ausgedacht, wie sie das umsetzen könnte. Und hier hören wir das erste Ergebnis. Viel man ja muss bescheiden wesen vor die Not. Wer unbescheiden wäre, wann das ihm geboren. Ein anderes Beispiel ist ein Gemeinschaftsstück, das wir für alle freigegeben haben. Und da haben die Leute eben eine Probeaufnahme bekommen mit Hans und haben dann versucht, dazu zu singen und zu spielen. Hier hören wir mal, wie Hans das gesungen hat.
Ihres Mannes Kron ist das viel reine, süße Wieb. Und dann hören wir Jule Bauer von Triskelion, die dazu gesungen hat. Ihres Mannes Kron ist das viel reine, süße Wieb. Und hier auch nochmal der Liedermacher Holger Samann, der auch eine Stimme beigetragen hat dazu. Ihres Mannes Kron ist das viel reine, süße Wieb. Und hier hören wir auch das erste Ergebnis des Chores, aber das könnte gut und gerne noch ein paar Stimmen gebrauchen. Also wer noch mitsingen will, hat noch etwa einen Monat Zeit, dazu melde sich bei uns. Ihres Mannes Kron ist das viel reine, süße Wieb. Es gab auch ein paar Texte von Hans, die er nicht eingesprochen hat, die aber doch unbedingt mit auf das Album sollen. Und da hatten wir die Idee, dass das verschiedene Leute eben einsprechen können im Wechsel. Es ging um das Stück Gedanken von Süßkind von Trimberg, quasi so ein Vorläufer von Gedanken sind frei, wo er eben sich über die Macht der Gedanken Gedanken macht. Und da haben wir eben gesagt, das wäre doch ganz schön, wenn dann verschiedene Gedanken von verschiedenen Leuten kommen. Und hier hören wir mal, wie das im Wechsel besprochen wird. Gedanken kann niemand verwehren, den Narren noch den Weisen. Darum sind die Gedanken frei, egal worauf sie sich beziehen. Dem Menschen sind zu seinem Glück Herz und Verstand gegeben. Gedanken schlüpfen durch den Stein, durch Stahl wie auch durch Eisen. Und ein Gedanke muss kaum Sorge tragen, wie die Hand etwas vollführt. So wenig, wie man die Gedanken jemals kommen sah, noch hörte. Hans und ich waren, wie viele andere auch, große Fans der Band Augenweide aus den 70er Jahren, die als erste Rockmusik und Minnesang miteinander verbunden haben. Und es wäre mit Sicherheit eine große Freude für Hans gewesen zu erfahren, dass jetzt drei Musiker von Augenweide auch mitwirken an dem Album bei einem Stück, wo sie gemeinsam eben Ideen beigesteuert haben und wo Olaf Kasserlich, der Sänger von Augenweide, dann mit Hans im Wechsel und gemeinsam singt und Stefan Wolf spielt Bass und dann gibt es noch wunderbare Sounds, die Wolfgang von Henko beigesteuert hat. Filmannigmann hat gut gemacht, den man sich falsch hätrieben und gut gewinnen, offenbar mit sündeglicher Tracht. Der tut viel Wirser, dann noch ich mir nehm ein Gänselin. Das waren ein paar Appetithappen aus dem kommenden Album zu Süßkind von Trimberg mit Hans Hegner und vielen, vielen Musikern. Über 30 haben schon mitgemacht und einige andere wollten sogar noch dazukommen. Also da sind wir noch mitten im Prozess. Man kann auch das Album jetzt schon vorbestellen, das hilft uns ein bisschen bei der Kalkulation und man kann uns auch unterstützen mit einer kleinen Spende. Das haben schon einige getan und das finden wir sehr gut, weil wir das natürlich alles finanzieren wollen und mit einem edlen Booklet, das ist ganz klar bei Hans, das muss sehr akribisch gemacht werden und mit allen Texten und schönen Bildern und so. Da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ich schätze, das Album kommt aber doch im Jahr 2021 auf alle Fälle raus. Ja, wir freuen uns drauf.